Leider dürfen wir immer noch nicht aufmachen. Und da haben wir uns gedacht, wir empfehlen euch einfach mal einen Gin. Denn die Hausbar ist momentan das, was uns alle vor Corona schützt. Schützt dich von innen. Mein Lieblingsgin zurzeit ist der Klumpgin aus Bruchsal aus Nordbaden. Wie viele von euch schon gesehen haben, steht bei mir eine Präsentationsflasche mit den Autogrammen von Uli, Marietta, Markus und Andi bei uns an der Bar unter der super beleuchteten Käseglocke mit ganz vielen Klumpkorken. Einer meiner Lieblingsgins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den einfach. Nicht, weil ich den Andi persönlich super sympathisch finde, sondern auch, weil der Gin eine extrem... Wichtig ist an der Bar, dass du immer dieses Storytelling hast. Und hier gibt es nicht mehr Storytelling. Ein Weingut aus dem Nichts heraus, 1983 gegründet, welches 2004 von Markus übernommen wurde. 2010 ist der liebe Andi dazugestoßen. Andi, ich grüße dich, mein Freund. Ich wünsche dir und deiner Frau alles Gute für die nächsten Tage. Ein geiler Gin. Und zwar nur aus natürlichen Inhaltsstoffen. Und zwar zwischen den Reben gepflanzte wilde Möhre, Oregano, Fenchel und so weiter. Das Ganze verfeinert mit dem Grauburgunder, der teilweise, teilweise im Barrique gereift ist. Was dem Gin dann auch noch den letzten Kick gibt, und zwar den Schmelz. Und das riechst du im Glas. Das ist mega. Du riechst den Schmelz im Glas des Grauburgunders. Mm. Kannst du das riechen? Lecker. Meine Empfehlung, Fever Tree Mediterran Tonic. Und bitte kein Rosmarin dazu, kein Thymian, nichts. Gin Tonic. Und darf ich ein bisschen Eis reinmachen? Eis darfst du reinmachen, aber bitte keinen zusätzlichen Blödsinn. Ganz ehrlich, das ist Blödsinn. Schmeiß doch da nichts rein, das macht keinen Sinn. Du willst doch den Gin so genießen, wie die ihn gemacht haben. That's it. Die Beschreibung zum Klumpgin findet ihr unten in den Kommentaren. Wir packen euch alles rein. Ruft da an, bestellt euch den Gin. Gerne eine 6er-Kiste. Limitiert auf 1000 Flaschen, weil Rarität und Qualität. Prost. Prost. Und bis bald. Mhm. Unbedingt. Wir sehen uns.